Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die vier besten Häuser. Heute bin ich auf der Main City 2 Map und ich muss dazu sagen, das war hier am allerschwierigsten. Das ist die größte Stadtmap, die ich mit euch gebaut habe. Und gleichzeitig gibt es hier die meisten schönen Gebäude. Es gab so viele schöne Häuser. Ich konnte mich kaum entscheiden. Es war sehr, sehr schwierig für mich, liebe Leute. Aber dafür haben wir vier Top-Häuser. Das sind echt super geile Häuser. Ich würde sogar jetzt mich aus dem Fenster lehnen und sagen, auf dieser Map gibt es die schönsten Häuser von den Main City Projekten. So, fangen wir doch mal an hier. Das erste Haus befindet sich hier am Rand von Main City 2. Das ist ein schönes, ja, eine schöne Villa. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall ist das mega detailliert gebaut. Zieht euch das mal rein von vorne. Also da ist ja keine Ecke gleich gebaut. Da ist alles aus Fantasie gebaut worden. Das hat der Hanni mir damals noch erzählt, beziehungsweise sagte er mir. Und das finde ich schon krass, Leute. Guckt euch das mal an, ey. Ah, es ist ein unglaubliches Haus. Man muss, ja, man muss schon wirklich dazu sagen, das ist schon sehr detailliert gebaut. Also da ist ja alles irgendwie verbaut. Von grünen Pflanzen bis zu den Sandblöcken, bis zu Glasfronten. Das ist alles schon ganz krass geworden hier. Auch der Außenbereich, der ist mit in die Bewertung eingeflossen. Natürlich auch sehr schön detailliert mit Pool, mit Liegeflächen. Ach Gottes Willen, hier überall Pflanzen. Dann hat er hier noch so Lampen, hat er noch so ein riesiges Tor hier hingebaut. Ah, ist schon krass hier. Wir hüpfen einmal schnell in das Haus rein, gucken uns das mal eben von innen an. Ah, das ist natürlich auch sehr pompös hier. Guck mal, die Katze am Start mit dem Napf hier. Ja, was steht da? Mowgli heißt die Katze. Alles klar. Hier auch mit der Treppe. Finde ich auch ganz schön gemacht hier, dass man von zwei Seiten hier so hoch kann. Aber es ist auf jeden Fall ein großräumiges Haus, eine großräumige Villa und auch sehr stylisch eingerichtet, muss ich dazu sagen. Das passt sehr gut zu diesem Haus. Ich mag das ja, wenn Häuser nicht so eckig sind und alles gleich aussieht. Das Haus bietet irgendwie alles, liebe Leute. Das bietet alles. Ich weiß gar nicht, haben wir hinten denn auch noch was? Schauen wir mal kurz nach hinten, was wir da so Schönes haben. Guckt euch mal an, wie weit das noch nach hinten geht. Das ist ja ein Riesenteil, ist das ja. Das ist doch kein Haus mehr. Hier auch nochmal ein bisschen eine kleine Gartenecke mit Grill und Esstisch. Also auf jeden Fall sehr schön. Schöne Größe und schön detailliert gebaut hier. Das kann man auf jeden Fall so machen. Ist natürlich nicht so einfach, so ein Haus zu bauen. Da braucht man, glaube ich, etwas länger für. Aber Hanni hat es hingekriegt. Der hat gar nicht seinen Namen hier dran geschrieben. Oh doch, hier steht sein Name, oder? Hanni 1705, der konnte sehr gut bauen, muss ich dazu sagen. Einer der besten Bauer hier von den Main City Projekten. Ja, super schönes Haus. Wir gehen jetzt mal zu Nummer 2 rüber. Ja, hier habe ich die Nummer 2. Ein kleines, bescheidenes Hüttchen. Das könnte gut in einem Wald versteckt sein, so eine kleine Bude. Nein, Spaß beiseite, ernst in die Mitte. Das ist doch mal unnormal, Leute, oder? Das ist doch kein Haus mehr. Das ist ein Palast, ist das. Auf jeden Fall richtig krass gebaut vom Easy Gamer. Ich weiß gar nicht, warum der damals so gut bauen konnte. Also, nicht, dass er nicht gut bauen kann, aber das ist ja, Alter, da schießt er den Vogel ab. Das ist ja sowas von detailliert gemacht und meine Fresse. Aber das sieht echt gut aus. Als ich das damals gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, der hat doch bestimmt eine Vorlage. Das kann man doch nicht alles aus dem Kopf bauen. Aber ist ja auch egal, wie es entstanden ist. Auf jeden Fall sieht das mega geil aus, Leute. Guckt euch das einfach mal an. Der genießt einfach die Bilder. Ist schon krass. Man sieht selten so welche Häuser, muss ich ehrlich dazu sagen. Selbst ich sehe selten so detaillierte Häuser. Sieht schon sehr geil aus irgendwie. Das hat sehr viel Charme, dieses Haus. Auch hier das Grundstück mit den Wegen, das passt sehr gut dazu. Das sieht irgendwie aus wie, ja, wie so ein Schloss, wie so ein Palast, wie ich schon sagte. Gehen wir doch mal rein hier. Das sieht so geil aus einfach. Ey, da kann man sich jede Ecke angucken. Oh, sehr schön. Sehr krass. Und dann so eine kleine Tür, niedlich. Aber ich glaube, das ist gar nicht die Haupteingangstür. Muss auch nicht eingerichtet sein. Ich glaube, damals fehlte die Zeit. Da oben hängt auch noch so eine Tür. Aber Leute, ey, riesig, auch mit den Balken und so. Hätte er Zeit gehabt und das hätte er noch eingerichtet, das wäre unnormal krass gewesen, glaube ich. Sehr schöne Grüße. Sehr gut. Was haben wir denn da? Hier sind Schilder. Für die Innenausstattung hat's Geld leider nicht gereicht. RIP. Ach, kein Problem. Stuhl reicht auch hier. Schön. Ach, überall sind diese kleinen Türen. Okay. Nice. Gehen wir nochmal wieder raus hier. So. Ach, guck mal da. Da steht es, glaube ich, dran. Schwarz auf weiß. Ach, guck mal, hier die Möhren. Da brauche ich gar nicht lange gucken. Hier haust Easy Gamer. Ja, das ist schon ein Hasentempel vom Feinsten. Also, da wäre jeder Hase glücklich. Da könnte er direkt die Bunny Party feiern. Auch von oben, das Dach und alles. Das passt alles sehr gut zusammen hier. Das hast du sehr gut hingekriegt, Easy Gamer.
und zu Recht in den Top 4 der besten Häuser von Main City 2 ganz klar nominiert, muss ich dazu sagen. Da hat das, das war echt nicht schwer. Also dieses Haus, das muss einfach rein. Ey. Das ist schon over the top. Ja, liebe Leute, dann gehen wir jetzt mal zu Haus Nummer 3 rüber. Ja, da haben wir Haus Nummer 3. Was soll ich dazu sagen? Das ist doch auch wieder phänomenal geil gebaut. Ich kann es nochmal sagen, auch ein mega detailliertes Haus. Ich sag ja, in diesem Projekt in Main City 2 haben die sowas von krass gebaut, Leute. Ey, das ist schon nicht mehr feierlich. Guckt euch das mal, wie detailliert auch die Fenster, die ganze Front und alles. Alter Falter. Und dreimal dürft ihr raten, wer hat das gebaut? Überlegt mal kurz. Ich sag's euch, das war auch der Honey wieder. Unglaublich, ich sag ja, einer der besten Bauer, muss man schon dazu sagen, also was der angepackt hat, das sieht immer geil aus, fahren wir doch mal rum, okay, den Garten, da hat er einfach grüne Flächen gemacht, muss man auch nicht, wenn man so einen Tempel hier hinbaut, meine Fresse, ey, auch die Farbauswahl, das gefällt mir mit diesen, sind doch diese, das sind nicht diese Purpurblöcke, Prismarin, das meine ich, guck mal, jetzt ist ein kleiner Fuhrpark, aber Autos interessieren uns gerade nicht. Ja, sieht schon geil aus. So ein krasser Tempel. Guckt, er hat auch gerade irgendwie hingepasst bis zum nächsten Grundstück. Hier haben wir dann die Rückseite. Oder soll das die Front sein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, das ist eher so die Rückseite. Auch schön gemacht mit dem kleinen Teich und so. Sieht sehr idyllisch aus. Sehr geil. Könnte auch irgendwie in eine andere Zeit passen, dieses Schloss, Palast. Ich weiß es nicht. Eine Villa ist es ja nicht. Das ist irgendwie was oben drüber. Noch was Geileres als eine Villa soll das sein. Wir gehen mal rein hier. Gut, hier ist doch der Haupteingang Screenfan, da, mit Tor. Ist schon auf jeden Fall schön gemacht. Kann man nicht anders sagen, sehr gut. Auch mit den Statuen hier, mit den zwei Löwenstatuen. Das ist schon imposant, ne, pompös. Ich fühle mich gleich wie so ein König. König Screenfan ist am Start. Honey, 1705, da steht es auch nochmal. Hier die Innenausrichtung, Einrichtung, mit Holz, schön gearbeitet. Ja. Wenn ich ein bisschen meckern darf, Honey, dann hätte ich vielleicht anstatt dieses helle Eichenholz, hätte ich irgendwas Nobles genommen. Vielleicht Akazienholz, irgendwas Dunkles. Aber Leute, ich will hier nicht meckern. Das sind halt die besten Häuser, die ich hier vorstelle. Da gibt es nichts zu meckern. Ah, schön, hier die ganzen Flügel. Guckt euch das mal an, ey. Was ein Riesenbett hier. Alter Verwalter, Alter. So ein Riesenbett, ey. Manch einer hat so ein großes Auto und er hat so ein großes Bett hier. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Schön. Sehr geil. Bevor ich mich jetzt hier noch irgendwie verlaufe, ach guck mal, der Kronleuchter, auch schön gemacht, der. Bevor ich mich jetzt hier noch großartig verlaufe, ach guck mal, das ist die Rückseite, werden wir zum nächsten Haus rübergehen. Das war das Haus Nummer 3. Wir gehen jetzt zu Haus Nummer 4 rüber, liebe Leute. So, und hier haben wir Haus Nummer 4. Nein, Spaß. So, und hier haben wir Haus Nummer 4, eine recht schöne Form, das sieht doch schon ganz schön aus, schön stattlich, auch hier mit dem kleinen Garten, dem kleinen Vorgarten, den schön, ich glaube, das könnte so eine Art Mercedes da sein, so ein Oldtimer, auf jeden Fall ist mir dieses Auge auch, dieses Haus ins Auge gefallen, XQ 1993, alles klar, auf jeden Fall war das damals auch ein sehr schönes Haus, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, dieses Haus hatte damals, jetzt pass auf, die beste Inneneinrichtung. Ja, schaue ich mir das jetzt auch gerade mal an, ob das wirklich noch so ist. Für Screenfan, wahrscheinlich habe ich den Kuchen gerade aufgegessen. Ja, das sah schon sehr modern damals aus, hier auch mit diesen Sofas. Ja, und mit den kleinen Sessels hier. Ja, doch, schön. Gucken wir nochmal weiter. Irgendwas war hier noch, was sehr modern war. Okay, die Küche ist, ja, so Standard, aber der konnte gut einrichten, ne? Das hat man damals schon gemerkt. Ah ja, so einen fetten Esstisch. Ja, was haben wir hier? Ah, okay, so einen kleinen Schrank und so. So, das ist mir nämlich damals sehr aufgefallen, dass die Einrichtung richtig gut war. Ah, hier so ein, opala, hier so eine Art Kronleuchter. Jetzt hat er hier so einen Teppich. Hier so eine Sitzecke. Okay. Ach ja, das Bett war so krass. Guck dich das mal, ey. Was ein rustikales Bett hier. Was ein Rahmen. Also, das hat er auf jeden Fall sehr gut hingekriegt hier. Haben wir jetzt hier das fette Badezimmer? Oder was kommt hier? Ah ja, die schöne Wanne. Das Klo. Ja, ja, sehr modern. Genau, das sah auch ganz gut aus. Waschbecken. Naja, das zur damaligen Zeit war das alles sehr gut. Heutzutage ist das, glaube ich, auch normaler Standard. Die Einrichtung plus das Haus von außen hat es auf die Top 4 geschafft. Ich zeige euch das nochmal so von außen, das Haus.
Sieht ganz schön aus, hat eine schöne Form und von den Blöcken her, das passt perfekt mit dem Ziegeldach und dem Sandstein. Muss ich dazu sagen, sieht das sehr, sehr nobel aus. Ach, hinten hat er auch noch einen fetten Pool, wie ich da so sehe. Ah, nice. Schön. Gut, liebe Leute. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, welche Häuser es knapp verpasst haben, in die Top 4 der besten Häuser von Main City 2 zu kommen. Knapp geworden ist es für dieses Haus, obwohl ich sagen muss, die Treppenaufgänge rechts und links, die sehen richtig gut aus, das passt richtig gut zu diesem Haus. Es gibt hier leider keinen Innenausbau, das ist ein kleiner Minuspunkt und ich glaube, ich habe einen kleinen Baufehler entdeckt. Seht ihr diese Säule, die steht nicht wirklich mittig, hier sieht man so ein bisschen von dem Eichenholz und hier halt nicht. Kann sein, dass es ein Baufehler ist, kann sein, dass es so gewollt ist, aber hier fehlt die Inneneinrichtung und die Konkurrenz war einfach zu stark. Dieses Haus hat es leider auch nicht geschafft, in die Top 4 zu kommen, obwohl dieser mediterrane Stil und mit den Palmen, das ist ja genau mein Ding. Ich mag ja Palmen und ich finde, das passt optisch sehr gut alles zusammen. Aber leider hat derjenige, wir können ja mal kurz gucken, wem das Haus nochmal gehörte, keinen Innenausbau gemacht. Raka, okay, weil hier war leider kein Innenausbau, deswegen, ja, muss ich ein paar Punkte abziehen, passt das leider nicht in die Top 4. Aber es ist knapp gescheitert, ich muss sagen, es sieht optisch auf jeden Fall sehr ansehnlich aus. Dieses Haus ist leider auch knapp gescheitert, obwohl die Form und mit der Garage und mit dem Zaun rundherum, das gefällt mir sehr gut, muss ich dazu sagen. Das passt alles sehr gut harmonisch zusammen. Ich glaube, das war damals ein Haus von Macy. Gucken wir nochmal. Macy 2012, der kann natürlich auch mega gut bauen. Das ist, steht ja außer Frage. Und ja, leider knapp gescheitert, Macy. Wir gucken nochmal kurz, was an deiner Tür stand. Du hast natürlich die Inneneinrichtung gemacht. Ehrenmann auf jeden Fall, ja, eine sehr gute Inneneinrichtung, so wie ich das von außen schon sehe. Macy, okay, ah, okay, ja, der hat natürlich auch eine Map, okay, schön. Ja, leider nicht geschafft, Macy, aber du hast dafür sehr viele coole Sachen in Minecraft schon in der Vergangenheit gebaut. So, liebe Leute, das war's dann mit diesem Projekt oder überhaupt mit der Vorstellung von Main City 2. Ich hoffe, ich habe die richtige Auswahl getroffen. Ich habe versucht, die besten Sachen rauszusuchen. Wie gesagt, es fiel mir sehr schwer, weil hier sehr, sehr viele Sachen drauf sind. Auch Häuser, die knapp gescheitert sind, da könnte ich noch 5 Häuser zeigen. Aber wir wollen das Video nicht zu lang machen. Auf jeden Fall, stimmt doch mal ab in den Kommentaren, welches Haus euch am besten gefallen hat. Schreibt einfach die Zahl in die Kommentare und dann schauen wir mal. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.